Gut. Herzlich willkommen beim Wikimedia-Salon ABC des freien Wissens, heute unter außergewöhnlichen Umständen. In dieser Reihe diskutieren wir uns anhand des Alphabets durch Themen, die mit freiem Wissen verbunden sind. Und heute geht es um die Datenstrategie der Bundesregierung und um die Frage, wie eine gemeinwohlorientierte Datenpolitik aussehen kann. Die Frage lautet also, wer sichert das Gemeinwohl in der Datenpolitik? Meine Gäste sind weit verstreut. Nur einen Gast habe ich heute hier im Studio bei uns. Das ist Jürgen Geuter. Herzlich willkommen, auch bekannt als Tante. Er ist Informatiker und Publizist und vielen präsent durch seinen oft kritischen Blick, etwa auf Twitter, zum Beispiel auch auf die Empfehlungen der Datenethikkommission, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen werden. Uns zugeschaltet in Berlin ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber. Er ist Mitglied der schon angesprochenen Datenethikkommission. Herzlich willkommen, Herr Kelber. Herzliche Grüße aus Bonn. Aus Bonn sind Sie zugeschaltet. Ich dachte, Sie sind aus Berlin, aber gut. Herzlich willkommen, umso mehr aus Wien zugeschaltet sind uns Christiane Wendehorst, Professorin für Zivilrecht an der Universität Wien und Präsidentin des European Law Institute. Und sie ist ebenfalls Mitglied der Datenethikkommission. Herzlich willkommen, Frau Wendehorst. Schönen guten Abend aus Wien. Hallo. Und ebenfalls in Wien ist Ingrid Brodnik. Sie ist Autorin und Journalistin, bekannt für ihre klugen Analysen zu Machtverhältnissen im Netz und Dynamiken von Desinformation. Herzlich willkommen, Frau Brodnik. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen Abend aus Wien. Hallo. Die Krise, die wir gerade durchleben, wirkt an manchen Stellen so wie, ein bisschen wie ein Kontrastmittel. Sie rückt gesellschaftliche Zustände ins Licht. Viele Dinge, die im Argen liegen, kommen plötzlich in den Scheinwerfer der Öffentlichkeit, sei es das Gesundheitswesen, die Situation von Pflegekräften, sei es die Digitalisierung im Bildungsbereich und auch was bürgerliches Engagement betrifft. Aber sie macht auch sichtbar, was getan werden muss. Sie sieht also, zeigt also nicht nur das, was nicht funktioniert, sondern sie zeigt sehr deutlich, was getan werden muss, eben auch datenpolitisch. Und darüber wollen wir heute diskutieren. Keine Frage, der gesellschaftliche Diskurs ist durch Corona verschoben worden. Und ich würde als erstes zunächst mal mit Ihnen allen darüber sprechen wollen, wie sich die Krise ausgewirkt hat auf den datenpolitischen Diskurs und die Datenstrategie. Und ich fange bei Ihnen an, Jürgen Geuter. Das große Stichwort, was mir sofort einfällt, Diskussion dieser Tage, ist die Corona-App. Das ist, glaube ich, das große Thema der Datenpolitik. Wie sehen Sie es? Also unter diesem Label der Corona-App werden ja ganz unterschiedliche Dinge verhandelt. Also einerseits gibt es so Initiativen wie das, was das Robert-Koch-Institut vor ein paar Tagen wirklich schon live geschaltet hat, wo Menschen ihre Daten sogenannt spenden können. Also sie können irgendwelche Informationen, die das private Smartphone einsammelt, freiwillig abgeben. Die werden dann irgendwie anonymisiert. Was sonst noch als diese Corona-App verhandelt wird, gibt es eigentlich noch gar nicht so richtig als App, sondern das ist eher so eine Sammlung von Konzepten, die
in Europa insbesondere durch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erarbeitet wurden, gemeinsam unter diesem PEP-PT-Label. So richtig viele Informationen gibt es dazu noch nicht, aber es gibt so erste Konzepte, wie das dargestellt werden soll. Also da sollen gar nicht so sehr Daten erfasst werden. Es wird zum Beispiel ganz bewusst nicht erfasst, wo sich Menschen bewegt haben, sondern es soll einfach versucht werden, über digitale Geräte abzuschätzen, ob sich Menschen auf eine Art und Weise getroffen haben, die sie potenziell einem Infektionsrisiko aussetzt. Das ist auf jeden Fall gerade ein sehr wichtiger, also ein sehr dominanter Diskurs und auch sehr, sehr laute Stimmen in der digitalen Zivilgesellschaft positionieren sich da sehr unterschiedlich, teilweise auch etwas überraschend. Und es hat natürlich auch so ein bisschen ein kathartisches Moment, weil wir sind konfrontiert mit dieser riesigen Krise, die wir nicht verstehen, weil die auch so viele Dinge berührt. Es ist eine Technologie kaputt und die müssen wir reparieren, oder es ist eine Brücke ist eingestürzt oder ein Flugzeug ist abgestürzt. Das sind Katastrophen, die sind irgendwie noch besser verständlich. Die haben auch teilweise massive Auswirkungen, aber wir kriegen die noch gepasst. Ein bisschen wie die Klimakrise ist diese Corona-Pandemie so groß und berührt so umfänglich alles, mit dem wir zu tun haben. Unsere Arbeit, unsere Familie, wir können unsere Eltern nicht besuchen. Wir können Krankenhausmenschen nicht besuchen, vielleicht haben wir keinen Job mehr. Und es ist so massiv, dass wir es nicht gefasst kriegen. Und von daher ist natürlich der Schrei, könnt ihr uns nicht mal eben, ihr Technologiemenschen, ihr macht doch sonst immer so eine magische Lösung für alles, könnt ihr jetzt nicht auch eine magische App bauen, die das Problem für uns löst, ist natürlich dann verständlich aus der Sicht. Es gibt ja eine, die schon hier, zumindest in Deutschland, schon mal eine, die existieren soll, die App des Robert-Koch-Instituts. Was halten Sie davon? Naja, ich meine, wenn Leute wirklich bewusst da einwilligen und Daten über ihre Bewegungsprofile spenden wollen, ist es ja erstmal grundsätzlich okay, wenn halt alles wirklich so abgehandelt wird, wie das Robert-Koch-Institut es kommuniziert. Ein nicht ganz unberechtigter Kritikpunkt war, dass diese App halt proprietär ist. Das heißt, niemand hat diesen Code wirklich reviewed. Keiner weiß, ob das, was außen drauf steht, auch drinsteckt. Und das ist natürlich gerade, wenn es um sehr, sehr persönliche Daten, teilweise Gesundheitsdaten gibt, ein riesiges Problem. Es wurde zwar kommuniziert, dass es irgendwie in Zusammenarbeit mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten oder Mitarbeitern bei der Bundesdatenschutzbehörde erarbeitet wurde, aber da gab es auch sehr, sehr unterschiedliches Feedback, also wie tief da die Involvierung war. Von daher, grundsätzlich kann man das machen. Ich glaube, es war nicht gut, wie das gemacht wurde. Also man hat es halt an irgendeinen kommerziellen Dienstleister ausgelagert und hat dann schnell eine App rausgeworfen, bei der Leute sehr, sehr viele und sehr, sehr persönliche Daten abgeben sollen, wo man sich die Fragen stellen muss, können die Leute da wirklich bewusst und realistischerweise einwilligen in das, was da alles dahinter hängt? Können die Leute wirklich überhaupt verstehen, was da passiert? Mhm. Wir kommen darauf gleich nochmal zurück, wie so eine App funktionieren kann oder wie sinnvoll sie überhaupt ist. Ich gehe erstmal nach Bonn zu Ulrich Kälber. Sie wurden schon angesprochen als der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, um es korrekt zu nennen. Datenschutz, Herr Kälber, scheint in diesen Tagen zweitrangig zu sein. Wie erleben Sie die Diskursverschiebung durch Corona? So eine ganz aktive Diskursverschiebung ist das nicht, weil es ist vom Prinzip nur die dritte Variante der Version, dass man immer sehr platt den Datenschutz als Problem ausmacht, wenn man ansonsten nicht genau weiß, wie man vorwärts geht. Wir erleben, dass Geschäftsmodelle statt Datenschutz, Sicherheit statt Datenschutz, ihr wollt doch keine Täterschützer sein, und jetzt ist es halt Gesundheit statt Datenschutz, und immer wieder erleben wir dann von Politik über Medien bis hin zur Wissenschaft, also wenn ich mir jetzt gewisse Empfehlungen anschaue, dass dann gesagt wird, man muss den Datenschutz aufweichen. Im Vier-Augen-Gespräch ist das relativ leicht, hinzugehen zu sagen, nicht nur zu sagen, also ich sehe auch keine effektive Beiträge, die durch den Datenschutz aufgehalten wird, sondern mal die Gegenfrage zu stellen, was will man denn eigentlich aufweichen? Also, dass es eine Rechtsgrundlage geben muss, personenbezogene Daten zu verarbeiten, dann kommt immer die Antwort, nein. Die Transparenz, was man macht, soll man aufweichen, will auch keiner. Dass man technische Sicherungsmaßnahmen ergreift für die personenbezogenen Daten, das will auch keiner. Und dann kommt man relativ schnell hin, dass man bisher noch keine einzige Maßnahme benennen konnte, die nicht datenschutzfreundlich ausgestaltet werden können. Ein schönes Beispiel war, Kontaktpersonen über die Mobilfunkzellen Daten zu bekommen. Funktioniert nicht.
viel zu ungenau, würde eher Panik verursachen, als tatsächlich Infektionsketten abzufragen. War doch gut, dass die Datenschützer sehr früh einen Weg verhindert haben, weil sie gesagt haben, das ist völlig unproportional, was ihr vorhabt, der am Ende nicht funktioniert hat und damit den Druck auf das, was jetzt diskutiert wird und wo wir gleichzeitig auch schaffen, ein bisschen in die Debatte zu bringen, noch nicht stark genug. Das ist nur ein kleiner Baustein, die digitale Lösung. Sie ist nicht, damit kann ich alles lösen. Und wenn wir jetzt genügend personenbezogene Daten hin und her schieben, dann kommt die Welt wieder in Ordnung. Nein, es wird immer noch viel Handarbeit sein, es wird viele Testungen sein und Ähnliches mehr. Und dann kann als ein Baustein auch eine datenschutzfreundlich gestaltete Lösung machen, die personenbezogene Daten verarbeitet. Würden Sie sagen, Herr Kelber, dass tatsächlich zu viel Hoffnung jetzt projiziert wird auf eine technische Lösung, auf eine App, die da uns allen weiterhelfen kann? Ja, wenn man sie völlig allein sieht, und die Deutschen schwanken immer gern zwischen zwei Sachen. Entweder alle stürzen sich auf eins oder es kommt der deutsche Satz, das allein löst das Problem auch nicht. Beides ist eine nicht gesunde Einstellung. Man muss genau anschauen, was kann das leisten? Dafür setzen wir das ein. Was müssen wir für andere Dinge verwenden? Und was muss auf jeden Fall klappen? Und diese App würde zum Beispiel ohne ausreichende Möglichkeit zu testen nichts bringen. Sie muss mit der Befragung nach der Positivtestung zusammen passieren. Aber sie kann es unterstützen. Sie kann schnell sein, indem sie andere warnt, die zu einem Zeitpunkt, wo sie vielleicht noch nicht den Nächsten angesteckt haben, dann selbst in Quarantäne gehen können. Das wäre die bessere Lösung. Vielen Dank, Herr Kelber. Erstmal bis hierhin. Ich gehe weiter nach Wien zu Christiane Wendehorst. Frau Wendehorst, vor Monaten noch war das Thema, zum Beispiel wenn es um Datenpolitik ging, der Umgang mit KI. Im Moment spricht man da kaum drüber. Wie hat aus Ihrer Sicht Corona das allgemeine Bewusstsein verändert, wenn es um Datenpolitik geht? Ja, in vielfältiger Hinsicht. Ganz genau wie Sie sagen, wenn man vor einigen Monaten eine Umfrage gestartet hätte, wo sehen Sie die drängendsten Probleme, dann wären Antworten gekommen wie KI, wie Plattformökonomie, wie digitale Transformation und so weiter. Das alles ist jetzt natürlich durch die Krise insofern ein bisschen zeitweise in den Hintergrund geraten, als wir dazu tendieren, alles jetzt nur noch durch die Corona-Brille zu sehen seit einiger Zeit. Das hat sich auf die ganze Datendiskussion natürlich ausgewirkt. Ganz am Anfang hatten wir die erschreckenden Bilder. Wir haben alle gesehen, die Särge, die sich in Italien, in Spanien, jetzt in New York hier türmen. Das sind natürlich Bilder, die dringen tief in uns ein, die prägen unser Denken. Und die erste Reaktion, die ich so um mich herum wahrgenommen habe, war tatsächlich die, die Sie auch eben angesprochen haben, Technologie ist die Rettung, wir können uns doch nicht mit Datenschutz aufhalten und so weiter, wir müssen doch hier diese schrecklichen Geschehnisse aufhalten, egal mit welchen Mitteln. Ich bin sehr froh, dass die Diskussion inzwischen sich wieder absolut gewandelt hat. Ich sitze hier auch gerade im Ministerium, komme gerade aus einer Besprechung sozusagen, wo es auch um ähnliche Dinge geht. Ich sehe jetzt sehr, sehr viele Menschen, die hier warnend die Stimme heben, sagen, Moment, wir müssen hier sehr genau darauf achten, was wir hier eigentlich für Technologie einsetzen. Wir müssen hier die Grundrechte in jedem Fall wahren. Wir dürfen hier nicht unbesehen plötzlich irgendeiner Technologiegläubigkeit aufsitzen. Also da hat sich so eine gewisse Schwankung, ja, so eine Wellenbewegung sehe ich da in der allgemeinen Stimmung. Und ich hoffe natürlich, und das ist, sage ich mal, etwas, was mich bei den ganzen Corona-Apps so ein bisschen auch beunruhigt, dass es gelingt, hier auch zu einer gemeinsamen europäischen Linie zu finden. Angekündigt ist, dass wir morgen die Veröffentlichung dieser Union Toolbox zu erwarten haben. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was da morgen veröffentlicht werden wird, inwieweit es da gelingen wird, zu aussagekräftigen Prinzipien und Leitlinien zu kommen. Aber das wäre ein Wunsch, den ich persönlich hätte, dass wir aufhören, hier bei diesen Apps, bei diesen ganzen Fragen immer die nationalen Süppchen zu kochen, sondern dass wir hier uns gemeineuropäisch absprechen. Das heißt, eine gemeinsame europäische App zum Tracken von Infizierten?
Der Tracking von Infiziten, das setzt jetzt schon ein gewisses Ergebnis voraus. Also das sozusagen würde ich jetzt gar nicht als Ergebnis voraussetzen. Eine gemeinsame europäische, sage ich jetzt mal, ein gemeinsamer europäischer Prinzipienkatalog, der auf den europäischen Werten und eben auf der Datenschutzgrundverordnung und dem sonstigen Datenschutzrecht aufbaut. Und wo wir einfach in einen gemeineuropäischen Diskurs eintreten, was wollen wir als europäische Lösung zulassen und wo unterscheiden wir uns ganz deutlich auch von anderen Kulturkreisen, bei denen vielleicht die Abwägung zwischen Datenschutz, Privatsphäre und Gesundheitsschutz vielleicht anders getroffen wird. Das heißt, als ein Kriterienkatalog, wonach dann eben in den Ländern einzelne Apps oder Anwendungen entwickelt werden könnten. Auch hier wäre es natürlich schön, wenn das nicht nur auf die einzelnen Länder beschränkt bleibt, aber man muss hier sehen, was machbar ist. Wir sehen ja durchaus auch grenzüberschreitende Entwicklungen, wir sehen viele nationale Entwicklungen. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir verstärkt grenzüberschreitende Lösungen finden würden. Man muss einfach sehen, was machbar ist. Andere Themen, ich hatte es schon angesprochen, wie KI oder so, sind im Moment nicht in der Diskussion. Haben Sie Sorge, dass da vielleicht Entwicklungen weiterlaufen im Hintergrund, ohne dass sie ausdiskutiert worden sind? Ich glaube, das hängt jetzt sehr stark davon ab, wie es weitergeht. Wenn jetzt diese Situation tatsächlich noch monatelang anhalten sollte, dann sehe ich tatsächlich hier eine gewisse Gefahr, weil ja auch teilweise Fristen ablaufen und so weiter und so fort. Viele Maßnahmen sind ja an Legislaturperioden und Ähnliches gebunden. Das heißt, dann sehe ich tatsächlich eine Gefahr, dass hier vieles dann im Windschatten von Corona einfach gesetzt wird auf europäischer, auf nationaler Ebene, was man besser ein bisschen genauer diskutiert hätte. Wenn das so ist, dass sich die Lage jetzt doch schrittweise deutlich entspannt und wir vielleicht dann in absehbarer Zeit auch wieder über andere Themen sprechen als Corona, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es gelingt, diese doch wichtigen Themen dann auch wieder auf die Agenda zu bringen. Also das hängt wirklich für mich von den weiteren Entwicklungen jetzt ein bisschen ab. Auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ich gehe erst noch mal weiter zu Ingrid Brodnik. Frau Brodnik, in Österreich gibt es ja bereits eine App, die auch, soweit ich weiß, im Einsatz ist, vom Roten Kreuz. Haben Sie Informationen, wie das genau funktioniert und wie es auch, wie hilfreich es auch ist? Ja, es ist, was glaube ich viele nicht erwartet hätten, ist, dass in Österreich besonders schnell so eine App herauskommt. Das Konzept ist so, dass ich es als Kontakttagebuch nutzen kann. Also ich installiere diese App und auf meinem Handy wird vermerkt, mit welchen anderen Handys sozusagen ich Kontakt habe. Und das ist eine sehr lokale Lösung. Das ist schon eingangs angesprochen worden, ein Problem bei der Debatte ist, wenn man sagt, die Corona-App, dass sehr viele unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge darunter verstehen und es kann dystopische Anwendungsformen geben, zum Beispiel, wenn ein zentraler Server, wenn ein zentraler Anbieter wirklich ein Social Graph erstellen kann, also wirklich weiß, welche Bürger wo sind und mit wem in Kontakt. Aber das zum Beispiel, was das Rote Kreuz nach unserem Wissen macht, ist wesentlich weniger als das. Es bietet die Chance, dass mein Handy einfach schnell registriert, wenn einer meiner Kontakte das eingibt. Und es ist so, ich sage es Ihnen, ich habe selbst installiert, weil hier eine sehr wichtige Sache erfüllt ist. Das Ganze funktioniert auf Freiwilligkeit. Und es gibt auch erste Positionspapiere von guten Datenschützern in Österreich, zum Beispiel Epicenter Works, die haben sich die App angeschaut, da muss noch mehr erfüllt werden, zum Beispiel muss diese Software Open Source werden, das hat das Rote Kreuz mittlerweile auch versprochen. Was ich glaube, was bei diesem Angebot noch besonders interessant ist, ist, es ist ein Gesundheitsanbieter, der das macht. Und ich glaube, in der Debatte stellt sich schon die Frage, wer richtet diese Software ein? Wer ist eigentlich der Treibende dahinter? Und dass das Rote Kreuz jetzt kein Akteur ist, der beispielsweise davon lebt, Online-Werbung personalisiert zu verkaufen, ist eher ein positiver Aspekt, den ich ansprechen möchte. Zu dem, was Sie vorgesagt haben, möchte ich eines ergänzen. Ich glaube schon auch, dass die Corona-Krise eine
echte Herausforderung ist, nämlich dann, wenn die Nerven blank liegen, ist die Bereitschaft sehr groß, auch fragwürdige Dinge weniger zu hinterfragen. Ich gebe nur ein Beispiel. Neben diesen App-Varianten gibt es ja auch die Tendenzen, dass man schaut, wie verändert sich die Bewegung der Bevölkerung. Das Robert-Koch-Institut macht hier auch aktiv. In Österreich gibt es diesen berühmten Fall, wo ein Mobilfunkanbieter einfach so der Regierung die Bewegungsdaten der Handy-User weitergegeben hat. Und das haben wir aus der Kronenzeitung erfahren. Und also das kann es jetzt nicht sein. Ich weiß, dass es im privaten Bereich Möglichkeiten für Unternehmen gibt, solche aggregierten Daten schon jetzt zu kaufen. Nur vor der Corona-Krise wäre das wirklich undenkbar gewesen, dass ein Mobilfunker diese Daten einfach analysiert und weitergibt sozusagen. Also ich glaube, es ist richtig, was die Frau Wendehorst auch gesagt hat, nach der ersten Aufregung ist es, glaube ich, nicht mehr so leicht, die Debatte an der Öffentlichkeit vorbeizuschummeln sozusagen. Aber man muss verdammt vorsichtig sein, weil in Phasen der Angst ist die Bereitschaft größer, Gesetze tolerieren, die wir sonst nicht tolerieren würden, oder auch technische Lösungen zu tolerieren, die wir wahrscheinlich sonst eher hinterfragen würden. Wie erklären Sie sich das? Weil die Angst so groß ist oder weil auch das Wissen oder das Bewusstsein so gering ist? Denn wir haben es ja schon angesprochen, man glaubt, dass man das Problem über Technik lösen kann, was ja unter Umständen gar nicht der Fall ist. Wie erklären Sie sich, dass man da so schnell raufspringt auf diesen, Sie hatten es im Vorgespräch, Solutionismus gesagt, wie Jewgeni Morozov es auch mal bezeichnet hat. Warum ist man so schnell dabei? Ja, einerseits in Phasen der großen Unsicherheit orientieren sich Menschen gerne an denen, die Sicherheit versprechen. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Verschwörungstheorien oder wilde Thesen gut gehen in solchen Phasen, weil da jemand mit der Wahrheit kommt. Und auch was solche politischen oder technischen Lösungen betrifft, gibt es eben die Gefahr des Solutionism, dass wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten durchaus auch mit der Rhetorik großer Digitalkonzerne gelernt haben. Es ist nur eine, dass die Lösung des Problems ist nur eine App entfernt von uns sozusagen. Aber die Lösung eines großen Problems ist im seltensten Fall wirklich eine App-Frage. Der Kälber hat das schon wunderbar angesprochen. Sie können natürlich so eine App machen wie das Rote Kreuz. Ich finde das vernünftig. Ich habe sie selbst auch installiert. Aber das steht und fällt mit der Zahl der Testungen. Weil nur dann, wenn Leute die Symptome haben, relativ schnell einen Test machen können und rasch die Ergebnisse erhalten, können die dann gesichert in die App eintragen, dass sie infiziert sind. Wenn wir, wie es ja oft der Fall ist, Schwachstellen beim Testen haben, das ist eine Offline-Frage sozusagen, dann kann der Rest der App nicht mehr gut funktionieren, weil hier der restliche medizinische Apparat nicht genügend ausgestattet ist. Und ich glaube einfach, in Phasen der Verunsicherung ist derjenige populär, der die simple Lösung verspricht. Aber es ist eher unrealistisch, dass es auf so komplexe Fragen die eine simple Lösung gibt. Jürgen Geuter hier in Berlin im Studio. Was denken Sie, was eine App tatsächlich leisten kann, oder welche Gefahren sehen Sie auch, wenn viele die benutzen und zum Beispiel falsche Informationen reingeben oder sagen, oh, ich mache mir jetzt einen Spaß und löse hier einen falschen Alarm aus oder auch versehentlich falsche Informationen reingeben? Es soll halt hier eine App halt ein großes Problem lösen. Das haben wir ja schon mehrfach beschrieben. Offensichtlich kann eine App, wenn sie überhaupt Teil der Lösung ist, auch nur ein Bruchteil sein und muss eingebettet sein in alle möglichen anderen Prozesse und Absicherungen. Aber wenn wir uns das mal ganz praktisch vorstellen, also ich habe jetzt diese App und das macht dieses Contact Tracing, alles ganz datenschutzsicher und kryptografisch abgesichert und ist alles okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, ich gucke auf mein Telefon abends und jetzt kriege ich eine Notification, irgendjemand um dich herum war vielleicht in den letzten Tagen irgendwie infiziert, du wahrscheinlich vielleicht, keine Ahnung, auch. Was mache ich mit dieser Information? Und wenn ich jetzt eben vielleicht eh schon verunsichert bin, wenn ich aufgrund der Nachrichtenlage, aufgrund von Bildern aus China, aus New York wahnsinnig überfordert bin mit der Situation, dann kann ich Leuten ja nicht ernsthaft so eine Notification auf ihr Telefon schicken, so komplett kontextlos, komplett ohne Bezugsgrößen sie verunsichern. Also ich hatte das ja in meinem direkten Umfeld auch, also in der Firma, in der ich arbeite, gab es mehrere Infizierte. Und wie das halt sonst läuft, ist ja sehr klar, da wird natürlich auch erfasst, mit wem hattest du Kontakt, mit wem warst du in einem Meeting, neben wem hast du gesessen. Und dann wird man von einer Person angerufen. Und alles, was dann passiert, hat Kontext und hat eben eine persönliche Beziehung. Da kommt jemand vom Gesundheitsamt und sagt, okay,
ganz ruhig bleiben, machen Sie sich erstmal keine Sorgen, aber Kollege X ist infiziert und positiv getestet. Erstmal möchten wir Sie bitten, dass Sie jetzt in Eigenquarantäne gehen. Wir würden Sie jetzt dann gerne zeitnah testen. Und es hat, ich bin die ganze Zeit begleitet in so einer unglaublichen Stresssituation, die mich ja wahnsinnig überfordern kann. Wenn ich das jetzt auf eine App auslage, ist diese ganze menschliche Verbindung und auch diese Verständlichmachung des Prozesses und die Möglichkeit, dass jemand mir zum Beispiel meine Angst nimmt oder jemand meine Fragen beantwortet, weg. Es ist einfach nur, tag your it. Du hast in der Zombie-Apokalypse verloren, du bist jetzt auch Zombie. Das ist halt keine Art und Weise, wie wir mit Menschen, die potenziell unter wahnsinnigem psychischen und auch sozialen Stress stehen, umgehen können. Und das ist jetzt nur ein Szenario. Sie haben es gerade schon angesprochen und eins der offensichtlichsten Szenarien ist natürlich, wenn ich Chaos verbreiten möchte, weil ich niedere Instinkte habe oder Medienkünstler bin oder einfach will, dass meine Schule geschlossen bleibt, damit ich die Mathearbeit nicht schreiben muss, dann werde ich natürlich versuchen, potenziell Fehlalarme zu erzeugen. Und je nachdem auch, wie diese App gestaltet ist und wie die halt einen Kontakt bewertet, wird es halt potenziell auch sehr, sehr viele Alarme geben. Wenn ich in einer Wohnung wohne und die Wand zu meinem Nachbarn ist sehr dünn und ich lege mein Telefon zufällig an die Wand und er auch, dann sagen die, ja gut, ihr hattet sehr viel Kontakt. Also ihr seid definitiv jetzt beide infiziert, obwohl er vielleicht schon seit einer Woche in Quarantäne bei sich in der Wohnung ist und wir uns nie getroffen haben. Also die Sorge, die ich habe, ist, dass so eine App eben auch durchaus das Potenzial hat, weil sie eben nur noch so eine entfremdete digitale Geschichte neben Twitter, Facebook und WhatsApp ist, ein unglaubliches Panikpotenzial mit sich zu bringen, weil es alles so kontextlos ist und weil es auch so wenig Handlungsmöglichkeit gibt. Selbst wenn die App mir schickt, jetzt ruft er mal bei dieser Telefonnummer an, ich bin ja in Panik. Was ist mit denn passiert? Wer war es denn? Was ist denn los hier um mich herum? Und das müssen wir ja vermeiden. Wir wollen ja Leute eben auch die Ruhe geben, dass sie gute Entscheidungen treffen und nicht plötzlich panisch vors Auto rennen, weil sie ganz hektisch irgendwie zum Taxi rennen wollen, um sich untersuchen zu lassen. Also müsste man erstmal eine Infrastruktur bauen in der Welt, also eine analoge Infrastruktur, in die so eine App dann eingebettet wäre, dass sie dann Sinn machen würde? Das wäre eine Möglichkeit. Also wir müssen es... wie bei allen Apps, auch bei dieser App ist es ja so, da wird halt auf die grüne Wiese irgendwelche Technologie ausgekippt. Und das kann man machen, das ist hier Start New Project und dann hat man schnell so eine App hingebaut und nimmt sich noch Code irgendwo. Und das ist wirklich schnell ans Laufen gebracht, wenn man das nicht das erste Mal tut. Aber das ist halt eingebettet und man kann eben nicht einfach nur denken, ja, das hängt dann irgendwie am Gesundheitssystem. Nee, das hängt halt an Menschen und diese Menschen haben eben auch psychische Bedürfnisse, die sind sozial eingebettet, da hängen ökonomische Zwänge dran. Also wenn wir sagen, hier, das ist jetzt eine freiwillige App, aber ich kann halt nur zu meiner freiberuflichen Arbeit gehen, wenn ich diese App habe und sie einmal vorher vorzeige, dass ich sauber bin, dann können wir uns dieses ganze Freiwilligkeitsthema auch irgendwie abschmieren. Also von daher ist es, glaube ich, ein deutlich komplexeres Gebilde als das, wie wir es gerade verhandeln. Wir tun so, okay, das ist eine App und dann wird da ganz viel mit irgendwelchen kryptografischen Verfahren rumgespielt und es hat auch alles Hand und Fuß, was da passiert, aber man löst da halt ein Problem, für das man die Werkzeuge hat. Also gerade so die Technologieexperten, die können Kryptografie und können diese ganzen Verfahren und das bauen sie dann auch und das hat wirklich Hand und Fuß. Aber vielleicht ist Kryptografie gerade nicht unser zwingendes Problem an der Stelle, sondern unser Problem ist, dass Menschen wahnsinnig unsicher sind und wir ihnen Informationen geben müssen, wie sie sich gut verhalten können gerade. Brodnik, Sie sagten, wichtig ist ja auch dabei, dass es freiwillig ist, sich so eine App zu installieren, aber wie groß ist denn der soziale Druck, der daraus entstehen kann, nach dem Motto, mein Nachbar macht es, mein Kollege macht es, mach du das jetzt auch, sonst wollen wir dich hier nicht mehr in der Nähe haben? Also ich kann Ihnen sagen, zumindest in Österreich, wo es ja so eine App gibt, sind wir wirklich noch lange nicht in der Situation, wo so ein Druck da wäre. Ich sehe eher eine andere Gefahr, nämlich dass Politiker jetzt vielleicht schon laut darüber spekulieren, dass das nicht mehr freiwillig sein könnte und damit kille ich die Nutzung dieser App. Weil das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo ich sage, es wird ein Zwang womöglich sein, haben Leute wahrscheinlich weniger Bedürfnis, das zu installieren. Wir hatten in Österreich einen hochrangigen Politiker, der das in einem Interview angedeutet hat, der dann danach zurückgerudert ist, was ich vernünftig finde, weil in dem Moment, wo wir von einer Nichtfreiwilligkeit sprechen, müssten wir die Debatte ganz anders führen, weil dann müssen wir eine ernsthafte Güterabwägung machen der unterschiedlichen Maßnahmen, die wir setzen können als Gesellschaft und was der größere und schlechtere Eingriff in unsere Freiheiten ist sozusagen. Ich muss aber in einem Punkt ein bisschen widersprechen. Ich halte, also wenn wir weggehen von der Freiwilligkeit, ist die Debatte anders, aber solange sie freiwillig ist, diese App, würde ich...
würde ich nicht gleich sagen, das macht nur Panik. Warum? Das hieß mir eine Hilfe. Also ich möchte lieber wissen, wenn ich 15 Minuten mit jemandem auf engem Raum war, der infiziert ist. Zum Beispiel die Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes, die kann man automatisiert einstellen, dass das ständig rund um die Uhr quasi misst, welche anderen Handys sind in meiner Nähe, haben die auch diese App. Und wenn jemand ungefähr 2 Meter oder näher als 2 Meter in meiner Entfernung ist, länger als 15 Minuten, wird der als Handshake, als Kontakt von mir erfasst. Und wenn ich dann sehe, ich hatte mit so jemandem Kontakt, mit einem Infizierten, ist mir persönlich vollkommen recht, dass ich nicht weiß, wer das ist. Das will ich gar nicht wissen. Das ist nicht die relevante Information. Ich renne auch nicht panisch hinaus und rede mit Leuten. Nein, ich bleibe einfach zu Hause. Also, ich tue mir ein bisschen schwer. Ich glaube, dass viele Menschen schon vernünftig mit dieser Situation umgehen können. Das erleben sie ja auch bei Leuten, die zu spät aus dem Ausland zurückgekehrt sind, die dann auch in Selbstquarantäne gegangen sind. Also solange das freiwillig ist, sehe ich nicht die große Gefahr. Wo ich aber zustimme ist, natürlich müssen diese Apps die Frage beantworten, was machen sie gegen Missbrauchsfälle? Weil wir immer solche Witzbolde haben, die Panik auslösen wollen. Oder in Österreich gab es einen Mann, der hat Menschen ins Gesicht gespuckt und gesagt, er ist Corona-positiv, der war sogar tatsächlich mit dem Virus infiziert. Also Sie müssen immer Missbrauch mitbedenken bei solchen Apps. Herr Kelber, jetzt haben wir noch den einen. Also ich sehe, es gibt unterschiedliche Meinungen. Erstmal das gesagt, Sie, Frau Bodnik, würden es benutzen. Sie wahrscheinlich eher tendenziell nicht oder haben zumindest die Zweifel, ob das... Ich weiß nicht, ob es viel bringt. Ich installiere mir das gerne, aber mir ist eigentlich der Kontext dieser App noch unklar. Deshalb weiß ich nicht, warum ich es tun würde. Genau, und jetzt fiel mir noch ein, Frau Bodnik. Und Sie wüssten auch, wo Sie dann hingehen würden, wenn Sie so ein Alarmsignal bekommen würden auf der App, wo Sie sich hinwenden, um sich dann vielleicht selber testen zu lassen oder sicher zu gehen. Was Sie müssen? Die Anleitung ist, dass man zuerst mal nach Hause gehen soll. Und in Österreich gibt es eine eigene Hotline für Menschen, die glauben, dass sie ebenfalls infiziert sind. Aber selbst die soll man dann noch nicht anrufen. Wenn ich weiß, dass ich auf längere Zeit in engem Raum mit einer infizierten Person war, dann muss ich mal zu Hause bleiben und schauen, ob ich Symptome entwickle. Wenn ich keine Symptome über 14 Tage hinweg entwickle, dann ist die Gefahr quasi vorübergegangen. Aber es ist im Fall der Information über die App genau das Gleiche, wie wenn ein Arbeitskollege sie anruft und sagt, du, der Horst, der ist positiv und wir müssen jetzt alle zu Hause in Quarantäne sitzen. Also die App, man darf die auch nicht überschätzen. Die ist eigentlich ein schnellerer Kommunikator. Und es ist wichtig, dass wir wirklich eine so begrenzte Funktionalität dieser Apps haben, weil dann kann man leichter datenschutzkompatible Lösungen finden. Übrigens eine Anmerkung, der Max Schrems, der recht bekannte Datenschutz aus Österreich, der hat die Organisation NeuIP gegründet. Die haben auch schon ein Paper veröffentlicht, wie die Datenschutzgrundverordnung in Einklang mit solchen Apps sein kann. Also da gibt es ganz klare Leitlinien, weil es ist falsch zu sagen, solche Apps stehen im Widerspruch mit dem Datenschutz. Nein, wir müssen Lösungen finden, wie sie eben genau im Einklang dazu stehen. Dazu möchte ich kurz noch Herrn Kelber befragen. Aber halte schon mal fest, Frau Bodnik, wichtig ist halt auch eine sehr nüchterne Kommunikation über so eine Apps, dass man das wirklich die Bälle ein bisschen flacher hängt und das so ganz nüchtern kommuniziert, dass man nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig sich von so einer technischen Lösung erwartet. Herr Kelber, was mich in dem Zusammenhang eben irritiert als Nutzerin oder potenzielle Nutzerin, ist, dass nun selbst die Datenschutzverfechter und Datenschutzexperten untereinander öffentlich streiten darüber, ob so eine App nun datenschutzkompatibel gemacht werden kann oder nicht. Wie kann man sich da als Nutzer sozusagen, wie kann man da eine Linie finden, woran man sich orientieren darf? Sind Sie dann die Instanz? Das entscheidet man ja nicht selber, ob man der Glaubwürdigere ist oder nicht. Das ist das normale Beispiel in einer offenen Gesellschaft, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. Es gibt auch diejenigen, die mehr oder weniger staatlichen oder staatsnahen Organisationen trauen oder misstrauen. Die sagen, dass wenn es eine Bundeseinrichtung ist, die Daten für was anderes verwendet werden können, die nicht glauben, dass die Abhilfemaßnahmen, die der Bundesdatenschutzbeauftragte dann ergreifen kann, ausreichen würden. Und die werden natürlich befeuert, wenn dann irgendwelche aus der zweiten oder dritten Reihe fordern, das Ganze muss verbindlich gemacht werden, das muss man für anderes einsetzen können. Die gefährden im Augenblick das Vertrauen da rein. Ich bin sehr froh, dass auf der
führenden politischen Ebene man sich ganz klar für die Freiwilligkeit als den ersten und ganz grundlegenden Punkt ausgesprochen hat. Und das gilt vielleicht auch für beide Seiten der Skala. An der Stelle tatsächlich den Bürgerinnen und Bürgern mehr zutrauen. Erstens, dass eine ausreichende Zahl, bei denen es funktioniert, das installiert. Und zweitens, dass sie sich auch trauen, damit umzugehen, was die Ergebnisse sind. Im analogen Umfeld haben wir das Ganze ja auch, wenn man die Informationen bekommt. Da ruft zwar jemand an, aber der hat auch eine Liste von 20 oder 30 Menschen, die er in dem Augenblick abarbeiten muss. Der hat auch keine Zeit, eine halbe Stunde einen an die Hand zu nehmen. Aber wir wissen, dass es dann mehr Menschen geben wird, die in einem sehr kurzen Zeitpunkt informiert sind. Und dann muss auch die analoge Struktur dazu stimmen. Das ist ganz spannend. Wir als Datenschützer sagen auch, wenn wir sagen, da ist ein gewisser Eingriff, eine Verarbeitung personenbezogener Daten, ist das Ganze denn effektiv? Erzielt das einen Wert? Wir fragen da auch nach. Wir dürfen das nicht bis in eine beliebige Tiefe machen. Aber natürlich, es muss eine Testinfrastruktur da sein, damit zumindest die Risikogruppen nach einer potenziellen Infektion da sind. Wir unterhalten uns ja nach der Wiederöffnung auch, dass bestimmte Gruppen sehr schnell getestet werden müssen, damit sie weiter arbeiten können. Wir brauchen Betreuung, wenn es dann zum Beispiel eine Person betrifft, die niemanden hat, der ihr hilft, wenn sie zu Hause bleiben muss. Das muss mit vorhanden sein. Dann kann das Sinn machen. Und deswegen, ja, den Druck drauf auszuüben, in der Bandbreite, wo das datenschutzkonform ausgestaltet wird, die beste Variante zu wählen. Also zum Beispiel so viel Open Source wie möglich. Zum Beispiel Zwischenansätzen auch noch denjenigen wählen, der weniger Daten verarbeitet. Wir haben im Augenblick so einen Glaubensstreit, eher zentrale Informationen, entspricht übrigens so ein bisschen dem österreichischen Ansatz oder noch dezentraler. Also nach dem Motto, wenn ich infiziert wurde, mache ich nichts anderes als meine ID, nur meine, nicht die von Dritten, der letzten 14 Tage, die haben alle 15 Minuten gewechselt, die schicke ich an das zentrale Backend. Und das schickt diese IDs zusammen mit vielen anderen vielleicht Betroffenen und mit ganz viel Unsinn, damit niemand nur sagen kann, das waren IDs von Betroffenen raus. Und jede einzelne App prüft jetzt ab, war ich betroffen. Ist zum Beispiel auch nochmal datenschutzfreundlicher, als zu sagen, ich traue einem Betreiber eines Backends, der alles sammelt und dann die Beziehungen untereinander herstellt. Und in der Tat muss man schauen, wie viel Fehlalarme kann man vermeiden. Auch das schauen wir uns an. Also wenigstens mal dafür sorgen, dass nicht jede Annäherung, sondern die 15 Minuten, kriege ich vielleicht auch noch Dämpfungselemente mit rein, um dieses typische Beispiel Wohnung an Wohnung noch wegzubekommen. Da wird es keine 100%-Lösung geben, aber zu zeigen, ich tue da was. Und in der Tat, wir versuchen da zu unterstützen, sowohl als Bundesbeauftragter in der Beratung, was sind eigentlich die wichtigsten Punkte, wie erklärt ihr das den Menschen auch? Die Information, wenn es Einwilligung als rechtliche Grundlage gibt, wie muss die ausgestaltet sein? Und auch das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik versucht, auch die wichtigsten Sicherheitsmerkmale zu überprüfen und zu beraten, damit der Staat erstmal ein guter ist, was wir ja nicht sind, ist ein TÜV. Das heißt, wir können unter Normalumständen nicht sagen, du darfst nicht auf den Markt gehen, bevor du es nicht von uns genehmigt bekommen hast. Jemand kann auf den Markt gehen mit einer solchen App. Haben wir begründeten Verdacht, können wir auch Maßnahmen wie Untersagung, Ähnliches sofort ergreifen. Aber wir sind keine Genehmigungsbehörde. So tief können wir auch in wenigen Tagen nicht durchbrechen. Abschließende Frage zu diesem Punkt. Und dann mache ich den Haken an Corona, zumindest für diese Runde hier. Wird eine flächendeckende, breite App kommen, Herr Kelber? Und wird sie uns helfen können aus der Krise? Was ist Ihre These? Also ich glaube, es wird sich zumindest ein Ökosystem durchsetzen, das dann einfach einen Netzwerkeffekt hat, wie an anderen Stellen auch. Für das hoffentlich auch viele Menschen werben dann, denen die vertrauen, wenn es gerechtfertigt ist, also wenn es gut ausgeführt ist. Es muss übrigens am Ende nicht unbedingt eine App sein. Wenn die Apps untereinander kompatibel sind und das Gleiche messen und dann über das Backend das System erreichen, dann geht das Ganze auch, sei es über eine gesamteuropäische Initiative, sei es über die Nutzung, wenn es sich am Ende als so gut herausstellt, wie es sich anhört, der Apple-Google-Initiative, dann kann es durchaus auch mehrere Apps geben. Sie müssen aber allen bestimmten Qualitätsmerkmalen entsprechen. Jeder Datenskandal dort, jedes Nicht-Funktionieren kann ganz viel Vertrauen sehr schnell zerstören.
Frau Wendehorst? Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, der auch vorhin angesprochen wurde, ist, dass diese Apps oder was es auch immer dann ist an Lösungen interdisziplinär entwickelt wird. Das kann nicht einfach nur tatsächlich eine kryptografische Frage sein, sondern da müssen natürlich Kommunikationsspezialisten, da müssen Psychologen und so weiter mit beraten, müssen Mediziner mit eingebunden werden und so weiter. Das muss ein breiter interdisziplinärer Ansatz sein, der auch, wie das vorhin schon erwähnt wurde, eingebettet ist in eine Offline-Struktur. Also wir müssen das ganzheitlich denken. Wir können nicht einfach eine technologische Lösung irgendwo entwickeln lassen, die dann vielleicht datenschutzrechtlich ganz, ganz großartig ist, aber vielleicht die Dinge falsch kommuniziert, vielleicht auch nicht alle Kulturen gleichermaßen anspricht und so weiter und dann Probleme schafft. Also hier, man kann das gut machen, aber man muss von vornherein sehr viele Dinge mitdenken, glaube ich. Ja, und da, glaube ich, ist die große Sorge, die im Raum steht, ist, wir sind so unter Zeitdruck. Also man hat das Gefühl, es ist so ein Zeitdruck da, weil natürlich schnelle Lösungen her müssen, dass man da bestimmte Standards eben, so wie es ja jetzt auch von der Leopoldina gefordert worden ist, dass man bestimmte Standards eben erstmal vernachlässigt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Leopoldina sagt, welche. Das war ein ziemlich allgemeiner Satz. Und auch mal gesagt hätte, was soll denn das GPS-Tracking noch an Mehrwert bringen, der auch diesen Eingriff überhaupt rechtfertigen würde, weil die Befragung durch das Gesundheitsamt von jemandem, der einen positiven Test hat, findet ja sowieso statt. Das heißt, darüber weiß ich, wer die Person ist. Aber warum soll dann einen zentralen Ort noch alle anderen Bewegungsdaten auf dem Weg mitgesammelt werden, die am Ende gar keine Bedeutung haben? Das ist ein typisches Beispiel dafür, wo ein Vorschlag gemacht wird, der keinen Effektivitätsgewinn hat, datenschutzrechtlich problematisch ist, aber der Befürworter schreit, guck mal, der Datenschutz hält mich auf, ohne den Nachweis zu führen, dass ein Vorschlag überhaupt einen Gewinn für den Gesundheitsschutz an der Stelle wirklich bedeuten kann. Auf die Antwort auf diese Frage müssen wir jetzt erstmal in diesem Moment verzichten. Ich gehe zu dem nächsten Thema, zu dem Ursprungsthema, weswegen wir eigentlich heute hier alle ursprünglich zusammenkommen wollten, nämlich zur Frage, wie das Gemeinwohl in der Datenpolitik gesichert werden kann. Ein Thema, das eben durch Corona so ein bisschen nach hinten gerutscht ist, aber natürlich nach wie vor relevant ist und auch nicht an Relevanz verloren hat. Frau Wendehorst, wo steht die Datenethikkommission im Moment? Sie haben ja, Sie sind auch Mitglied, Herr Kelber, ja, hatte ich schon gesagt, Sie haben ja Leitlinien erarbeitet, Empfehlungen erarbeitet, wie man mit Daten umgehen sollte, in Deutschland, aber auch in Europa. Das wurde im Oktober letzten Jahres wurde das vorgelegt. Wie ist es im Moment um die Kommission bestellt? Was passiert da gerade? Eigentlich gibt es sie ja auch gar nicht mehr, oder? Genau, richtig. Das ist sozusagen die eigentlich wichtigste Aussage. Wir hatten ein Mandat, das auf ein Jahr beschränkt war, mit einem geradezu mörderischen Arbeitsauftrag, einem sehr, sehr langen Leitlinienkatalog, den uns die Bundesregierung an die Hand gegeben hat und für das alles nur ein Jahr. Dieser Zeitdruck war eine große, große Herausforderung für uns. Er war natürlich auch eine Chance, denn wenn man als so heterogen zusammengesetztes Gremium weiß, man hat wirklich nur ein Jahr Zeit und muss innerhalb eines Jahres liefern, dann liefert man auch. Aber das war natürlich eine Riesenherausforderung. Wir haben dieses Gutachten, was sehr umfangreich ausgefallen ist, tatsächlich im Oktober in Berlin überreicht. Und jetzt geht es natürlich darum, einmal informell bestimmte Umsetzungsüberlegungen zu begleiten, aber auch möglicherweise, das ist etwas, was wir gerade mit den federführenden Bundesministerien diskutieren, möglicherweise auch als Kommission noch einmal eine gemeinsame Stellungnahme zum White Paper der Europäischen Kommission und zur europäischen Datenstrategie abzugeben. Das ist etwas, was an sich geplant war, was dann natürlich auch aufgrund der Corona-Krise erstmal in den Hintergrund gelangt ist. Ich war aber heute noch mal mit dem Bundesministerium in Kontakt. Also man arbeitet dran und ich gehe eigentlich davon aus, dass es zu dieser gemeinsamen Stellungnahme dann auch als Datenethikkommission, wir können ja alle Privatstellung nehmen und tun das in vielen Kontexten auch, aber dass wir als Datenethikkommission tatsächlich hier noch einmal Stellung beziehen.
Können Sie denn schon etwas darüber sagen, welche Wirkung diese Leitlinien haben? Hatten sie schon eine Wirkung? Wie waren die Reaktionen darauf? Wir hatten natürlich unglaublich viel Diskussion zunächst einmal. Viel Diskussion hat sich zunächst einmal an der Kritikalitätspyramide, die sich bei uns findet, entfacht. Ich darf das vielleicht ganz kurz erläutern. Es geht hier darum, inwieweit algorithmische Systeme und insbesondere das, was gemeinhin so als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, obwohl wir den Begriff nicht so gerne haben, inwieweit die eben Kontrollmaßnahmen unterworfen sein sollten. Und da ist eine starke Aussage, die wir machen. Ja, wir brauchen diese Kontrolle, aber es muss ein risikobasierter Ansatz sein. Also es wäre vollkommen verfehlt zu sagen, dass alle Algorithmen um uns herum hier kontrolliert werden müssen. Das wäre überhaupt nicht machbar. Sie sind allgegenwärtig. Die allermeisten von ihnen sind vollkommen unproblematisch, sondern unsere Aussage ist eben, es muss ein risikobasierter Ansatz sein. Wir müssen genau die Kritikalität eines algorithmischen Systems bestimmen. Das heißt, sein Schadenspotenzial, welches Potenzial hat ein algorithmisches System hier, Grundrechte zum Beispiel oder sehr hochrangige Rechtsgüter zu gefährden. Und das ist natürlich bei einem Algorithmus, der, sage ich jetzt mal, über die Einstellung und damit über Lebenschancen entscheidet oder der darüber entscheidet, ob man einen Kredit bekommt oder nicht, weitaus höher einzuschätzen als bei einem Algorithmus, der in einem Getränkeautomaten steckt und jetzt darüber entscheidet, ob ich jetzt die Cola bekomme oder nicht. Das sind jetzt vielleicht extreme Beispiele, zeigt aber, dass wir hier mit einer enormen Bandbreite einfach zu tun haben. Und unsere Aussage ist eben, wir müssen algorithmische Systeme im Hinblick auf ihre Kritikalität bewerten. Und je höher die Kritikalitätsstufe ist, desto schärfere Kontrollmaßnahmen sind auch erforderlich. Und das geht ganz bis oben hin sozusagen zu einem kleinen roten Bereich, der für uns sehr, sehr eng ausgestaltet ist, wo dann einfach ein unvertretbares Schädigungspotenzial besteht. Aber nach uns ist es so, dass eben die allermeisten Algorithmen, das auch halb dieser große grüne Sockel in dieser Pyramide, keine speziellen Kontrollmaßnahmen brauchen. Und dann geht es, wie gesagt, gestuft nach oben. Das ist ein Modell, was auch Katharina Zweig im Wesen sehr, sehr maßgeblich hier entwickelt hat und propagiert hat. Etwas, was wir auch in ausländischen Rechtsordnungen finden. Im kanadischen Modell zum Beispiel sehen wir das. Und dem hat sich die Datenethikkommission dann angeschlossen. Nur die EU nicht ganz, ne? Also im White Paper der EU ist man nicht ganz mit Ihnen einer Meinung. Ja, im White Paper der EU hat man eben diesen, also es ist ja sehr widersprüchlich, was da in dem White Paper steht. Zunächst heißt es mal, diese doppelte Beschränkung, also risikobasiert auf jeden Fall, ja, aber dann eben auch noch diese Beschränkung auf bestimmte Sektoren, die, wenn man dann eine Seite weiter blättert, aber wieder so halbwegs aufgehoben wird, weil man dann auch zugesteht, eine Seite weiter, na, so ganz lässt sich diese Einschränkung auf Sektoren ja auch nicht einhalten, dann kommt auch tatsächlich dieses Beispiel der Human Resources Software, die natürlich sich nicht auf den Sektor beschränken lässt. Also ob ich jetzt bei der Einstellung Diskriminierung erfahre und dieses Einstellungsverfahren ist jetzt irgendwo im Energiesektor oder im Schulsektor, darauf kann es irgendwie nicht ankommen. Es kommt darauf an, dass hier über Lebenschancen entschieden wird. Und genau darin sehe ich auch persönlich die Schwäche dieses sektorfokussierten Ansatzes, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier Sektoren sozusagen zu identifizieren, die per se kritisch sind, halte ich für letztlich schwer durchführbar. Wahrscheinlich sind dann die Ausnahmen, wo man sagen muss, die Human Resources Software und das Personal Pricing und. Wahrscheinlich ist dann der Ausnahmekatalog, der dann doch horizontal ansetzen muss, größer als der Gewinn durch diesen sektorspezifischen Ansatz. Aber das ist jetzt meine persönliche Ansicht. Jürgen Goethe hier in Berlin. Ich nehme Sie jetzt wieder mit rein. Die Leitlinien der Datenethikkommission. Ein wichtiger Punkt, vor wenn du was sagst, ist die KI, also wie man Algorithmen transparent macht und kontrolliert. Wie schätzen Sie die Leitlinien der Datenethikkommission ein, wenn es um eine gemeinwohlorientierte Datenpolitik geht?
Die Datenethikkommission hat ja wirklich, wie Frau Wendorf vorhin schon erwähnt hat, ein unglaubliches Programm und musste eine unglaubliche Breite an Fragestellungen abarbeiten. Und von daher war natürlich jetzt auch nicht die Möglichkeit, sich auf Gemeinwohl zum Beispiel zu fokussieren, sondern man sollte ja quasi alles mal eben in einem Jahr erschlagen, was natürlich dann auch ein unmögliches Programm ist, muss man sich ja auch klar eingestehen. Es gibt Dinge, die sehr offensichtlich ein Gemeinwohlmöglichkeiten unterstützen können. Das wird ja sehr klar gefordert, wie beispielsweise Daten publiziert werden sollten. Also dass man halt irgendwie Daten in nicht verarbeitbaren Formaten bereitstellt, ist halt kein Daten bereitstellen, damit kann auch niemand was tun. Auch die Idee, dass man grundsätzlich den Staat in die Pflicht nimmt und sagt, okay, wenn man eine Datenpolitik, die auch gemeinwohlorientiert sein soll, haben möchte, muss man als Staat eben auch eine Vorbildfunktion haben und muss halt sagen, okay, dann öffnen wir halt viele Datenbanken, die wir haben, bei denen wir das können. Natürlich gibt es auch welche, bei denen das nicht geht, aber dass viele Daten eben nicht mehr entweder hinter Paywalls stehen oder überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Das sind absolut sinnvolle Vorschläge, auch wenn ich da gar nicht unbedingt sagen würde, dass die dem Gemeinwohl oder am digitalen Gemeinwohl sonderlich zuträglich sind. Sie sind nun nicht mehr die Verhinderungshaltung, die teilweise jetzt noch gelebt wird, wo der Staat teilweise auch wirklich relevanten Daten sitzt, die man auch einfach rausgeben könnte, aber es einfach aus Bockigkeit nicht tut. Und wo es dann so Plattformen wie Frag den Staat gibt, wo dann irgendwie auf anderen Wege gebaut werden müssen, um an die Informationen, die eigentlich alle haben sollten, ranzukommen. Also, dass man versucht, dagegen anzuarbeiten, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Aber warum ist es nicht zuträglich? Man könnte sagen, toll, die Daten werden offengelegt, das ist sehr gemeinwohlorientiert. Es verhindert es nicht mehr. Aber jetzt einfach nur Daten in die Öffentlichkeit zu kippen, wenn man Daten so in die Öffentlichkeit kippen könnte, aber einfach Daten öffentlich bereitzustellen, ist ja erstmal nichts. Also Daten selber sind ja erstmal komplett wertlos. Ich weiß, die gerade auch die Bundesregierung und auch die Europäische Kommission sieht Daten als das neue Öl und da müssen ganz viele Startups entstehen und das soll die Automobilindustrie ersetzen oder was auch immer. Also Daten werden halt schon als so ein krasser Rohstoff gesehen. Deshalb steht ja auch in dieser Strategie der Europäischen Kommission, dass man auch seine Handelsbeziehungen und Verträge nutzen soll, um an die Daten anderer Länder ranzukommen, weil man die ja unbedingt alle haben muss. Aber Daten selbst für ein Gemeinwohl helfen nicht. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, jetzt stehen irgendwelche interessanten Daten zur Verfügung und ich könnte jetzt meinem Vater hinkippen und sagen, hier hast du ein Terabyte interessanter Daten. Und dann sagt er, und jetzt, was mache ich denn damit? Also für jemanden wie mich, ich bin Informatiker, ich kann mit so Daten eine ganze Menge Dinge tun. Für mich ist das manchmal nur Fleißarbeit, manchmal ist es auch ein bisschen aufwendiger, aber grundsätzlich, ich bin in der Lage, damit was zu machen, aber das ist ja eine Allgemeinheit in der Form nicht. Das heißt, wirklich eine Gemeinwohlorientierung setzt ja viel mehr voraus. Und wenn wir uns angucken, wie die Organisationen, wie hier, wir sitzen ja gerade auf Einladung von Wikimedia, also da gibt es offensichtlich sehr, sehr dem Gemeinwohl ausgerichtete Projekte, die Wikipedia beispielsweise und auch andere, dieses vielleicht auch. Das sind ja Organisationen, die auch in irgendeiner Form Förderung brauchen. Und wenn ich mir angucke, wie Förderung funktioniert, dass man sagt, okay, wir fördern halt mal projektbasiert, jetzt darf man halt mal ein Jahr an irgendwelchen Daten herumklöppeln, dann ist das jetzt nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich nachhaltig einem Gemeinwohl beiträgt. Es schadet ihm auch nicht, aber ein Gemeinwohl muss ja auch der Allgemeinheit was bringen und nicht eine Handvoll Leute, die dann jetzt ein kleines Pet-Project mal durchführen können. Und ich glaube, dass wir das einfach zu wenig mitdenken. Wir denken, Daten in die Öffentlichkeit zu kippen, macht ein Gemeinwohl oder wird schon Gemeinwohl erzeugen. Aber eigentlich ist auch da wieder die Einbettung das Thema. Also man muss überhaupt die Möglichkeit haben, dass Leute mit diesen Daten was tun und eben auch nicht nur eine Handvoll Informatikstudierende oder so oder eine Handvoll Leute aus dem Tech-Business, sondern ein Gemeinwohl ist ja nicht, dass Leute, die Technologie verstehen, eine Aufgabe haben, wenn ihnen langweilig ist, sondern ein Gemeinwohl muss sich ja an Anforderungen ausrichten, die wir als Gesellschaft haben, also Probleme lösen, die wir als Gesellschaft haben. Und da brauche ich auch Stakeholder dabei, die da mitarbeiten können. Also man braucht eine Infrastruktur, die das, was vielleicht vorbereitet worden ist von der Datenethikkommission als Leitlinie, eben dann weiterführt. Und auch nachhaltig weiterführt, eben nicht, jetzt könnt ihr das mal machen, sondern man muss halt auch wirklich ein Ziel haben und auch überlegen, okay, wenn wir das machen wollen, dann committen wir uns vielleicht auch drauf, das mal 10 Jahre laufen zu lassen oder 15. Und da muss man sich überlegen, wie machen wir denn das überhaupt? Wer kann denn, wenn wir über Technologie nachdenken, das ist nicht nur in Deutschland ein Problem, dann denken wir immer an die grüne Wiese. Also wir haben jetzt, überlegen uns ein Problem und dann nimmt man ein Projekt und dann machen die da irgendwas und dann hat man danach ein Projekt und dann gehen alle auseinander und machen das nächste Projekt. Aber so Technologie am Laufen zu halten, diese
diese Carework, die da reinfließen muss, die Wartung von so Systemen, die ist halt ein unglaublicher Aufwand und die ist organisatorisch komplex, die ist technisch komplex und einfach auch die Begeisterung bei Leuten zu halten. Also natürlich, neu bauen macht immer viel mehr Spaß. Also einen neuen Texteditor auf, leeres Feld und dann Sachen reinhacken ist toll, aber alten Code zu sehen, da denkt man sich, oh Gott, bitte nicht. Und das ist die Herausforderung, glaube ich. Frau Wendehorst und dann Frau Brodnik, nehme ich Sie gleich rein. Ja, also, aber ich glaube, also die Datenethikkommission will auf gar keinen Fall so verstanden werden, dass es darum geht, hier möglichst viele Daten in die Gegend zu kippen und dann macht man irgendwas damit. Erstens einmal verfolgen wir ja das, was wir ASISA-Prinzip nennen. Also wir sagen, Datenzugang ist wichtig, das, was jetzt als Daten hinkippen sozusagen bezeichnet wurde. Aber ganz, ganz wichtig ist Datenbewusstsein, Awareness, Datenkompetenzen, Skills. Ganz wichtig sind die ganzen Infrastrukturen, die wir hier tatsächlich brauchen und dazu gehören natürlich zivilgesellschaftliche Infrastrukturen ebenso. Und dann die Stocks, also sozusagen wie viele Daten haben wir zur Verfügung und dann kommt sozusagen das Hinkippen, also das halt mehr zugänglich machen. Wobei wir natürlich den Begriff Hinkippen jetzt nicht verwenden und auch nicht verwenden werden. Aber das heißt, wir betonen gerade, es muss ein ganzheitlicher Ansatz hierher. Und auch was dann natürlich die Zwecke des Einsatzes anbelangt, machen wir schon Abstufungen nach Gemeinwohlorientierung und auch Vorschläge, wie man die Gemeinwohlorientierung sicherstellen sollte. Also wir wollen wirklich nicht so verstanden werden, als wollten wir einfach nur Daten auf den Markt werfen und hoffen dann, dass das dem Gemeinwohl dienen wird. Frau Brodnik, Sie nicken und ich weiß auch, Sie hatten schon gesagt, dass für Sie die Leitlinien durchaus Hand und Fuß haben. Wie bewerten Sie diese? Ja, ich habe es im Vorgespräch mit Ihnen gesagt, ich komme aus Österreich und ich finde das eigentlich extrem solide, das Ganze. Und es ist jetzt auch in der Debatte, da steht ja viel mehr drin als nur den Zugang zu Daten. Da werden stark bestehende Geschäftsmodelle überlegt, was müsste sich dort ändern und auch manch ein Vorschlag abgeprüft. Ich gebe ein Beispiel, was das Gemeinwohl betrifft. Gemeinwohl ist ein so großes Wort, aber es geht eigentlich darum, dass es uns alle betrifft. Es gibt seit Jahren zum Beispiel die Idee des Dateneigentums. Also der Ansatz ist, jetzt derzeit verdient Google und Facebook an meinen Daten, machen wir es doch so, ich verkaufe meine Daten und dann mache ich ein wunderbares Geld und nicht nur diese Konzerne oder Ad-Anbieter, was weiß ich. Das hat aber eine große Gefahr. In dem Moment, wo Daten zu etwas werden, was ich wirklich veräußern kann, was ich verkaufen kann, dass wir eigentlich Datenschutz oder Daten quasi Eigentum als ein Luxusprodukt auf einmal haben. Dass Menschen, die sozial benachteiligt sind, die einfach wenig Geld haben, immer genötigt sind, den Tarif zu nehmen, wo sie mit ihren Daten zahlen. Und da ist es eigentlich im total krassen Widerspruch zu der europäischen Sichtweise, dass Daten ein Mensch, also dass meine Privatsphäre ein Menschenrecht ist, dass ich nicht alles so leicht veräußern kann. Das ist das eine. Das zweite ist, es sind sehr vernünftige Ansätze drin. Wir reden ja nicht nur von personenbezogenen Daten, wir reden auch von nicht personenbezogenen Daten oder so Grenzfällen, wo das gar nicht so klar ist. Gerade wenn wir mehr in Richtung Smart City, Smart Home gehen, geht es nicht immer um Sie als Person, auch nicht um Pseudonyme, sondern es geht um die Frage, wenn erfasst wird, wie viele Autos rund um die Uhr unterwegs sind, wer profitiert von diesen Daten? Ist das zum Beispiel das Unternehmen, das die Sensoren gebaut hat oder hat die Kommune Zugriff? Welche Regeln braucht es da? Das sind durchaus Fragen, die auch einfließen. Und ein letztes Beispiel, das ich besonders wichtig finde, wir haben auch das Problem, dass viele Apps so designt sind, dass sie ständig motiviert werden, mehr und mehr über sich preiszugeben. Mehr als ihnen im ersten Moment bewusst ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich habe das in meinem Buch beschrieben. Wenn Sie ein Android-Handy haben und Sie installieren die Facebook-App drauf, dann gleich zu Beginn sagt die App, Facebook ist besser mit Freunden, lade dein Telefonbuch hoch, um mit den Personen, die du magst, dich anzufreunden. Wenn man da auf Überspringen klickt, kommt allen Ernstes nochmal ein Pop-up, wo noch einmal gesagt wird, dass Facebook so viel besser ist mit Freunden. Und wissen Sie, was in dem ganzen Text dort nicht steht? Dass diese Daten zu Werbezwecken genutzt werden. Und das wissen wir nicht, weil Facebook das bekannt gegeben hat, sondern weil Forscher der Northeastern University, zum Beispiel Alan Mislav ist einer dieser Wissenschaftler, aufgezeigt haben, dass auch Telefonnummern, die ein Freund von Ihnen eingespeichert hatte, sein Telefonbuch hochlud, im Hintergrund mit Ihrem Profil verknüpft wird.
Und das ist das Problem. Sie werden ständig motiviert, mehr und mehr Daten über sich zu teilen. Das sind auch, man nennt das oft Dark Patterns, was da passiert. Und das sind auch Auswüchse dieser Ökonomie, in die wir uns befinden, die dieses Papier sehr gut anspricht. Also ich glaube, der Anspruch ist immer die Frage, welchen Anspruch haben wir da? Es ist unrealistisch, im Jahr 2019 oder im 2020 ein Papier zu haben, das alle Fragen perfekt beantwortet. Aber ich bin pragmatisch und ich habe lieber ein Papier, das viele Fragen ziemlich gut beantwortet, als gar nichts. Ulrich Kelber, weil die personenbezogenen Daten jetzt schon auch angesprochen werden, das ist ja Ihr Blickpunkt auf dieses Thema. Was steht genau in diesen Leitlinien drin und wie wird das, sagen wir mal, unsere Nutzung von Technologie verändern? Ingrid Brodnik hatte schon ein paar Punkte angesprochen. Kann man davon ausgehen, auch dass das, sagen wir mal, in Gesetze einfließt oder dass es wirklich sich auf unseren Alltag auswirken wird? In meiner Funktion geht es natürlich tatsächlich um die personenbezogenen Daten, weil die Datenschutzgrundverordnung die personenbezogenen Daten schützt, die anderen nicht. Ich habe natürlich auch in früheren Funktionen und als Staatsbürger habe ich natürlich auch Meinung zu den anderen Themen. Die Leitlinien sind jetzt etwas zu umfangreich, um sie hier nochmal darzustellen. Das haben wir ja unter unseren tollen Vorsitzenden, glaube ich, wirklich was hinbekommen. Das keineswegs jetzt auch nur Hardcore, lasst es sein. Wir haben ja sogar in bestimmten Bereichen gesagt, die Nichtnutzung von Daten kann auch unethisch sein und keineswegs nur auf Gesundheitsdaten bezogen. Aber vielleicht der Punkt mit der Gemeinwohlorientierung, neben den Beispielen, die gerade die Vorrednerinnen gebracht haben. Das Schutzziel des Datenschutzes ist zunächst ein individuelles. Das heißt, ich will dafür sorgen, dass die Freiheitsrechte eines Individuums nicht gefährdet sind. Daraus entsteht aber eigentlich in unserer heutigen Welt, die nicht mehr aus einzelnen Datenpunkten, Datenspuren, Datenteppichen besteht, sondern eigentlich aus einer Datenwolke, in der ich unterwegs bin. Und ob ich was tue oder was lasse, verändert sich diese Wolke. Und ob andere was tun oder lassen, verändert meine Wolke mit. Und alles hat Aussagekraft. In diesem Bereich entfaltet er auch ein Gemeinwohl. Interesse, nämlich dadurch, dass er bestimmte Prinzipien stützt. Wenn wir zum Beispiel untersagen, dass in bestimmten Situationen personenbezogene Daten zum Beispiel im Verkehr verarbeitet werden dürfen, wenn wir zum Beispiel bestimmte Telematiktarife nicht zulassen, dann ist der Effekt davon, dass es nicht eine Entsolidarisierung in Versicherungen geben kann. Wenn wir verhindern, dass bestimmte Daten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zur Verfügung stellen, dann sorgen wir dafür, dass Schwächere, deren Daten, also Schwächere aus Sicht des Arbeitgebers, müssen nicht unbedingt wirklich Schwächere im gesellschaftlichen Sinne sein, dass die entdeckt werden von Arbeitgebern und ausgehalten werden können. Das heißt, über den Umweg, um mich jetzt bewusst mal nur auf den Schutz personenbezogener Daten zu beziehen, entfaltet der Datenschutz über sein ursprüngliches Schutzgut des Einzelnen hinaus eine Gemeinwohlorientierung, um das zu erreichen. Aber ich darf vielleicht aus meiner alten Funktion, ich war mal Staatssekretär und Bundestagsabgeordneter, ich habe mir auch oft die Institutionalisierung von Dingen gewünscht. Und bei ein paar habe ich geschafft, sie durchzusetzen. Aber ich glaube, wir wären alle am Ende auch nicht froh über einen Bundeshaushalt, der aus nur institutionalisierter Förderung besteht. Ich hoffe, das war jetzt nicht mein Kopfhörer. Sie hören mich noch, ne? Ja. Mhm. Ich habe gerade irgend so eine Nachricht bekommen, was das auch immer war. Und so bringt einen aus dem Weg. Und weg ist der Faden. Was war das? Institutionen, danke. Hätten wir die nur institutionelle Förderung, dann würden nämlich das Althergebrachte seine Förderung verteidigen. Und das Neue hätte wenig Chancen reinzukommen. Von daher muss schon genau ausgesucht werden, wer kommt in die institutionelle Förderung und wo kann der Staat Anschub geben, etwas zu tun. Und gerade bei öffentlichen Daten haben wir eine Kreativität, auch in der Zivilgesellschaft. Nicht alles braucht eine Ökonomisierung. Manches machen auch einzelne Leute einfach mit ganz toll aus diesen offen verfügten Daten. Und damit kommt ein Mehrwert für eine ganze Community raus. Ich erlebe hier sowas in meinem Viertel in Bonn. Da ist einer unterwegs und setzt solche Daten um. Klasse. Herr Goethe, überzeugt Sie das? Und dazu muss man auch sagen, es sind Leitlinien. Leitlinien sind natürlich, ist ein Wertesystem, was man schafft. Die haben eine Orientierungsfunktion, woraus dann natürlich konkretes Handeln erwachsen soll. Das ist vielleicht auch noch im Hinterkopf bei meiner Frage.
Als ich las, es gibt eine Datenethikkommission, hatte ich ja genau gehofft, dass sowas rauskommt. Und für mich ist genau eigentlich die Schwäche dieses Papers nicht die konkreten pragmatischen Vorschläge. Die verstehe ich alle und die ergeben in der jeweiligen Logik der Personen, die sie offensichtlich eingebracht haben, auch Sinn. Mir fehlt eigentlich genau diese eine Debatte über ethische Leitlinien. Man kann natürlich immer davor Dinge schreiben wie und Menschenwürde, Privatsphäre und so weiter. Aber an vielen Stellen ist es ja nicht greifbar, was das wirklich konkret bedeutet. Und wir haben immer Spannungsfälle zwischen diesen Dingen. Also eine Ethik bedeutet ja nicht, dass man einfach drei Schlagworte sagt, sondern eine Ethik soll ja das Nachdenken über Moral ermöglichen. Sonst ist es ja keine. Also, und deshalb hätte ich mir genau solche Formen von Leitlinien eigentlich viel mehr gewünscht, als im Klein-Klein zu sagen, wir müssen das Gesundheitssystem viel mehr digitalisieren. Klar kann man das sagen, aber eigentlich wäre die spannende Frage, warum? Also was ist eigentlich die ethische Perspektive, die das als Folge hat? Das wäre eigentlich, fände ich, eine spannende Frage, weil sie sich auch eben nicht an so Einzelfällen abarbeitet, sondern weil es halt auch in 5 Jahren noch relevant ist. Eine Ethik hält meistens etwas länger als Diskussionen darüber, ob man jetzt diese Technologie oder diese Technologie einsetzen möchte. Mhm. Und deshalb ist genau eigentlich die Leitlinienfrage das, wo ich mir deutlich mehr erhofft hatte. Wobei, wenn ich zum Beispiel diese Kritikalitätspyramide vornehme, die Sie, Frau Wendehorst, ansprachen, da kann ich schon die ethische Komponente sehr klar erkennen, zu sagen, wenn ein Algorithmus sehr hohen Schaden anrichten kann, dann muss ich ihn natürlich viel stärker kontrollieren oder gar nicht erst zulassen, als wenn es darum geht, irgendwie einen Google Maps zu benutzen, ja, um einen Weg herauszufinden. Genau, man könnte ja eine Ethik formulieren, die sagt, unser Ziel beim Einsatz von Technologie ist die Minimierung von Schaden, wie auch immer Schaden definiert. Das ist ja eine Form von Ethik, die man definieren kann. Und da folgen dann einfach diverse Aktionen draus, wie zum Beispiel könnte man das über so eine Kritikalitätspyramide bauen oder über komplexere Systeme, die vielleicht noch ein bisschen weitergehen als das. Es gibt da ja, aber dann ist man eben nicht im kleinen Einzelfall, wir wollen jetzt Algorithmen regulieren, sondern man kann Leuten im einfach verständlichen sagen, so denken wir, dass wir als Gesellschaft Technologie einsetzen wollen. Und dann ist bei der nächsten neuen Technologie ist auch die Frage gar nicht so groß, weil man einfach das alte Leitbild anwendet und sagt, okay, das ist das, was wir wollen. Also etwas Universelles, was länger trägt. Ich mache hier mal einen Punkt an dieser Stelle und komme zu meiner letzten Abschlussfrage. Wir haben noch 9 Minuten, in denen wir uns hier verständigen können. Und zwar in die Zukunft geschaut. Was erwarten Sie sich konkret von der Datenstrategie der Bundesregierung? Welchen Wunsch verbinden Sie damit, auch mit Blick aufs Gemeinwohl? Ich mache mal bei Ihnen gleich weiter, Herr Geuter. Wir sind ja hier auch bei der Wikimedia. Da gibt es auch ganz viele Wünsche, die man eben hat, dass mehr Datenkunde im Unterricht zum Beispiel ermöglicht wird oder dass der Zugang zu Daten eben chancengleicher ist als bisher, dass Daten anders geteilt werden, dass sie in die Stadtplanung besser einfließen können. Was würden Sie sehen, was Sie erwarten würden von einer Datenstrategie der Bundesregierung? Für das Gemeinwohl. Ja. Auf jeden Fall natürlich, dass überhaupt der Zugang zu bestimmten Daten einfacher gemacht wird, insbesondere halt so Daten, die durch Journalisten oder wie auch immer benutzt werden müssen, die zum Beispiel politische Entscheidungsprozesse abbilden oder natürlich auch im ganzen Bereich, wo ein Freund von mir sehr aktiv ist, so Transport- und Verkehrsdaten, da kann man einfach eine ganze Menge machen und es ist extrem schwer, an diese Daten zu kommen. Ich würde mir wirklich auch mehr institutionelle Förderung wünschen und man muss es ja auch nicht immer über denselben 3 Leuten ausgießen, sondern vielleicht einfach Infrastrukturen schaffen, an die Projekte andocken können, um eben Leuten die technische Kompetenz zu haben oder Leuten, die aus einer Domäne kommen, schneller die Möglichkeit zu geben, wirklich was aufzubauen, was ein bisschen trägt und was zum Beispiel Verwaltungsaufgaben ihnen irgendwie aus der Hand nimmt, weil wir haben ja Leute, die wollen was tun. Und dann sollen sie halt auch das tun, worauf sie Lust haben. Und man hat aber immer so Verwaltungskram drumherum oder andere Themen. Das könnte ich mir schön gut vorstellen und fände das sehr wünschenswert. Grundsätzlich ist auf jeden Fall die Frage des Zugangs, finde ich, ein großes Thema. Also wir haben gerade die Diskussion, weil die Schulen geschlossen sind. Und es gab heute in der Taz einen guten Artikel darüber, wo gezeigt wurde, dass eben gerade Familien, die zum Beispiel Hartz IV bekommen und keinen Rechner zu Hause haben, denen hilft halt nicht, dass die Schule jetzt über Skype oder über Zoom irgendwelche Dinge anbietet. Dann ist das letzten Endes nur die Exklusion von Leuten, die eh schon weniger haben. Und da muss, glaube ich, extrem viel getan werden. Aber ich weiß nicht, ob das unter den Begriff Datenstrategie wirklich passt. Weitestens natürlich schon, ja. Wenn ich das jedem ermögliche, dass er Zugang hat, auch über die Technik sich da anzuschließen, dann
ist das auf jeden Fall gemeinwohlorientiert und hat auch mit Daten zu tun. Frau Brodnik, ich frage Sie nicht unbedingt, was Sie von der Bundesregierung erwarten, weil Sie in Österreich leben, aber es gibt ja grundsätzliche Erwartungen an Politik, wie eine gemeinwohlorientierte Datenstrategie aussehen könnte. Was wäre das bei Ihnen? Ich glaube, was auch durchaus zumindest in diesen Eckpunkten der Datenstrategie der Bundesregierung schon mal drinsteht, ist, dass die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen soll. Ich meine, das ist jetzt das absolute Mindestmaß, dass wenn wir sagen, wir fordern von privaten Anbietern, dass die mehr offenlegen, wir regulieren das vielleicht auch, dass wir klare Grenzen einziehen, ab wann die öffentliche Hand ein bisschen organisierter, auch offener vorgeht. In Österreich, Sie kennen das Beispiel vielleicht, es gibt das AMS, das Arbeitsmarktservice, das mit einer Datenauswertung dann ein Modell erstellt hat und jetzt wird anhand von dieser Datenauswertung entschieden, wer kriegt eine teure Weiterbildung und wer nicht. Und das ist alles gelaufen, bevor wir öffentlich darüber diskutiert haben. Also da gibt es einen großen Nachholbedarf. Die öffentliche Hand muss transparenter werden, damit wir nicht im Nachhinein darüber diskutieren, ob das so sinnvoll war. Das Zweite ist, damit möchte ich schließen, wir haben sehr viel über Daten geredet. Ich glaube, wir müssen aber auch über Wettbewerbsrecht sprechen, weil es geht schon darum, die Macht und die Datenmacht, die einzelne Unternehmen haben, die ist ein Vorteil. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Facebook hat um 22 Milliarden Dollar Instagram gekauft. Instagram um 1 Milliarde Dollar, WhatsApp um 22 Milliarden Dollar. Und damals, als das gekauft wurde, haben viele Leute gesagt, so viel Geld ist das wert, wie kann das so viel Geld wert sein? Was wir nicht wussten ist, dass Facebook Daten zur Hand hatte vom Unternehmen Unavo, das hatten sie auch gekauft, das ihnen gezeigt hat, wie stark die Nutzung von WhatsApp angestiegen ist auf Smartphones. Und basierend auf diesen Daten konnte Facebook sehen, dass in einzelnen Bereichen WhatsApp 2013 schon Facebook Messenger den überholt hat. Und basierend auf dieser Datennutzung war es dann wenig überraschend, dass sie so viel Geld für WhatsApp gezahlt haben. Worauf ich hinaus will, ist, wir müssen auch über Datenmacht und über Grenzen, was große Datenbesitzer bzw. Dateneigentümer machen können, reden und notfalls gewisse Akquisen verhindern oder sogar Operabilität, Interoperabilität einfordern. Langes Feld, aber das ist ein wichtiger Punkt. Vielen Dank, Ingrid Brodnik. Herr Kelber, was erwarten Sie von der gemeinwohlorientierten Datenstrategie der Bundesregierung? Als Frau Brodnik sprach, fiel mir gerade ein schönes Beispiel aus Berlin ein. Ich glaube, das Kriminalgericht war es in Moabit, das monatelang brach lag, weil es gehackt worden ist und es ewig dauerte, bis sie überhaupt wieder arbeitsfähig waren, wo man sich fragt, wann ist die öffentliche Hand erstmal digital kompatibel? Verbunden mit der Frage, welche Erwartungen haben Sie und wie kann man die durchsetzen? IT-Sicherheit gehört übrigens dazu, damit tatsächlich bestimmte Institutionen nicht gefährdet sind. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wo man sich selber an anderen Stellen zurückhält. Kryptografie, Staatstrojaner, ähnliches mehr. Der Punkt, der wichtig war und bei dem ich mich gefreut habe, dass Vertreter der Bundesregierung ihn erwähnt haben, als erstes zu erkennen, Europa kann nicht die Digitaldiktatur Chinas nachbilden, und zwar in keinem Bereich, auch nicht in Ansätzen. Social Scoring will ja angeblich keiner, aber so das Gift träufelt ja trotzdem in einigen Bereichen rein. Und er kann auch nicht den Digitalkapitalismus der USA nachbilden, weil es unseren Werten widerspricht, weil es übrigens auch nicht die einzige Form der Digitalisierung ist. Es ist einfach mal ab 2000 so losgebrochen als Folge oder später sogar, als Folge finanzieller Schwierigkeiten einzelner Unternehmen, sondern wir wollen die Digitalisierung besser gestalten in der Art und Weise, wie wir sie wollen. Und das hat natürlich Auswirkungen, wie wir das organisieren. Wettbewerbsrecht ist ein Beispiel, da gibt es auch erste Ansätze. Das Wettbewerbsrecht ist verändert worden. Der Wert eines Kaufs kann schon Auswirkungen haben und nicht nur der Umsatz des Unternehmens. Ich glaube, dass man da noch weitergehen muss. Es muss tatsächlich auch ein Bekenntnis zur europäischen Dimension sein, weil selbst Deutschland ist für viele der Aufgaben zu klein. Und an anderen Stellen geht es auch wirklich darum, in den Häusern, die bisher nicht so als Digitalisierungshäuser der Bundesregierung verstanden wurden, ebenfalls nachzudenken, wo man den Einsatz bekommt. Also das Innenministerium hat das im Bereich der Sicherheit immer gemacht. Jetzt kommen sie mit einer Registermodernisierung und. Aber wo sind denn zum Beispiel die Leistungen von Arbeit, Familie und Ähnliches? Und zwar jetzt nicht nur, dass ich meine Leistungen schneller bekomme, sondern was kann ich anbieten, um das Zusammenleben anders zu organisieren?
Ich habe denen mal die Frage gestellt, warum gibt es nicht sowas wie einen Ehrenamtsserver mit geprüfter Software, rechtlich sauber? Wenn ich eine Initiative gründe, lege ich einen Account an, dann habe ich eine Mitgliederverwaltung, ein Newsletter, eine Finanzbuchhaltung, alles funktioniert, wechseln die Leute, geht der Account zu jemand anderem rüber. Mit sowas zu unterstützen, wir erleben es ja jetzt gerade beim Zusammenarbeiten, die Leute wissen gar nicht, mit welcher Applikation sie eigentlich sauber arbeiten können. Und an solchen Stellen kann die öffentliche Hand vorweggehen, vor allem indem sie dann selber auch Open-Source-Systeme zum Einsatz bringt und damit eine Nutzerbasis schafft. Vielen Dank, Ulrich Kelber. Frau Wendehorst, Sie haben das letzte Wort. Ihre Erwartungen und Vorschläge. Das ist natürlich eine große Verantwortung. Also vielleicht dann will ich es ganz kurz machen. Ich wünsche mir vor allem, dass die ganzen guten Ideen, die jetzt vorgebracht werden, die ich auch schon in Eckpunkten der Datenstrategie sehe, die ich auch in der europäischen Datenstrategie sehe, dass die vor allem nachhaltig umgesetzt werden. Es ist, glaube ich, die große Gefahr, dass wir jetzt hier eine Datenstrategie 2020 haben, dass dann sehr, sehr viele Dinge angestoßen werden, die vielleicht dann nicht mit der Nachhaltigkeit weiter betrieben werden, mit der sie eigentlich weiter betrieben werden müssten. Ich glaube, wir müssen hier auf lange Horizonte denken und nicht nur ganz, ganz kurzfristig. Wir müssen die Strukturen ändern. Und ich freue mich ganz besonders, dass ein Punkt jetzt, glaube ich, wirklich ins politische Bewusstsein eingedrungen ist. Das ist das mit der digitalen Souveränität. Das halte ich für ein ganz wichtigen Punkt. Wir haben jetzt gesehen, in einem sehr viel weniger komplexen Umfeld, wie wir von Versorgungsketten abhängen, wenn es um Arzneimittel, wenn es um Schutzausrüstung und so weiter geht. Das ist noch viel komplexer im digitalen Bereich. Da muss Europa, da muss Deutschland sehen, dass es mehr Eigenständigkeit und mehr Souveränität sicherstellt. Vielen herzlichen Dank. Wir sprachen über die Frage, wer sichert das Gemeinwohl in der Datenpolitik. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Professorin Christiane Wendehorst, Professor Ulrich Kelber, an Ingrid Brodnik, herzlichen Dank in Wien und an Jürgen Geuter hier in Berlin. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank und tschüss. So, schönen Abend noch. Tschüss. Ja. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Danke. Ja. Es geht, es ist eine ganz andere Art von Konzentration, wenn man diese Geräte anstrengend, wenn man super, ne? Ja, ich habe schon gesagt, es ist eine ganz andere Art von Konzentration. Ja, glaube ich. Da muss man sich erstmal so drauf einstellen. Aber man hat es euch und vor allem hier überhaupt nicht angemerkt, dass das irgendwie super funktioniert. Langsamer war als sonst. Ja, ich wollte die App nicht so ewig raus, aber ich fand das schon spannend. Und dann dachte ich so, es interessiert einfach gerade. Ne? Also, das ist gerade einfach wichtig. Okay, vielen Dank.